Retter des Fräuleins in Not! Moin, moin, liebe Leute! Hier ist der Fu. Und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Overlord. Endlich geht's mal wieder weiter. Endlich kann ich wieder den Kleinen durch die Gegend treten hier. Kleine Nervensäge. So, jetzt mal eben schauen, wo wir stehen geblieben sind überhaupt. Wir hatten letztens, glaube ich, das Fräulein gerettet, oder? Ne, die Grünen haben wir uns geholt. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Hügelland, Dunkelwald, was gibt's da? Ach ja, diesen Elfenkönig. Mit Spitze. Himmelsspitze, gibt es noch eine Quest? Finde den Ausgangspunkt der Seuche im Himmelsspitze. Ja, komm, dann machen wir das nochmal. Der Schleim, der faule Gestank, die verfaulten Leichen, fühlt sich an wie zu Hause. Ihr werdet feststellen, dass die Stadt Himmelsspitze über dieses Sumpfland herrscht, Meister. Die großartige Zitadelle Heilige Höhlen liegt in ihrem Zentrum wie eine Fliege auf einem Dunghaufen. Ach, da kriegt man denn schon die Blauen, wa? 15 und... Ach, ich kann die maximal 15. Nummer 10 und 5. Ach, Grüne haben wir ja auch noch. Ich muss unbedingt mein Heer vergrößern. Seht, mein Freund, das Lager ist inzwischen ziemlich voll. Wir können leider niemanden mehr aufnehmen. Und für eure kleinen Freunde ist es ohnehin zu spät. Ich glaube nicht, dass das ein Flüchtling ist. So wie er gekleidet ist er unterwegs in Richtung Stadt, nicht umgekehrt. Ihr möchtet also da rein? Ist dieser Kerl komplett wahnsinnig? Ihr wisst von der Seuche, oder? Und von den Zombies? Die Stadt wurde abgeriegelt. Befehl von Fürst Ferdinand, Paladin und Statthalter. Er hat sogar seine Hochzeit abgesagt. Und bei dieser Frau überlegt man sich das zweimal. Wenn ihr mit euren Kreaturen ein wenig herumgehen wollt, macht das. Wenn ihr lange genug sucht, findet ihr vielleicht einen Weg nach drinnen. Aber ich warne euch, es ist nicht sicher und wir werden euch nicht helfen. Wir haben im Lager schon genug zu tun. Und die Zombies sind noch das kleinste Übel. Ich weiß gar nicht, ob das so klug ist, das jetzt als erstes zu machen. Oh, ganz viele Schäfchen. Ach ja, nichts dagegen, dass ich deine Viecher abschlachte, oder? Nur anscheinend doch. Meine Hände. Da ist ein Rad. Yeah.
komme ich ja wahrscheinlich nicht rein, ne? Dann muss ich wohl hier unten bestimmt durch den Friedhof durch. Was haben wir hier noch? Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Wenn ich es... Was ist das? Was geschieht mit mir? Geht weg von mir! Geht weg! Geht weg! Du siehst nicht gut aus. Dieser Schenkel gehen seltsame Dinge vor sich. Guter Mann, hierher! Hier drüben! Jaha, was willst du? Ihr sucht nicht etwa einen Weg nach Himmelsspitze. Ihr seid echt wahnsinnig. Aber meine Familie ist noch da drin. Also seid ihr vielleicht genau der Wahnsinnige, den wir brauchen. Seht ihr den Kanal da drüben? Ich habe ihn beobachtet und ein paar Flüchtlinge rauskommen sehen. Es waren nicht viele und einige sahen nicht gut aus. Gar nicht gut, aber wenn ihr rein wollt, probiert. Wenn ihr Wasser überqueren wollt, müsst ihr zunächst die blauen Schergen finden. Ja. Sie müssen hier irgendwo sein. Sie werden von feuchten Gebieten angezogen. Was zum Teufel soll das? Wollt ihr, dass ich euch das Gehirn aus dem Schädel saugen? What the fuck? Irgendwie konnte ich die noch stehen lassen, oder nicht? Nein. Lass sie hierher kommen. Das gehört mir. So, jetzt muss ich mir erstmal neue Kumpels holen hier. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht doch ein bisschen zu hart wird. In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor sich. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Vor allen Dingen muss ich mal meine Gesamtarmee vergrößern. 15 ist nicht viel. Ich fühle mich elend. Alles tut mir weh. Ja, ist ja gut. Ihr wollt das Lager nicht verlassen. Doch, will ich. Oh, jetzt brauche ich auch noch grüne. Ach du Scheiße.
hersaufen, Kumpel. Muss ich mir auch noch Grüne holen? Ach, was soll denn das? Aber ich glaube, da langen zwei. Ihr wollt das Lager nicht verlassen. In dieser Schenke gehen seltsame Dinge vor sich. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Da drin oder hier draußen zu sein. Ah, nehmen wir mal drei Grüne mit. Rote, Grüne, Braune! Ich fühle mich elend, aber es tut mir weh. Ihr wollt das Lager nicht verlassen. Titte. Eine Succubus. Macht die mich jetzt an? Die armen, missverstandenen Mädchen. Sie wollen doch nur ein bisschen tot. Genau wie wir alle. Fliegt die jetzt mit meinem weg oder was? Komm, schnappt sie euch, Jungs. Hey! Gib mir meinen Kumpel wieder! Dumme Bitch! Macht sie kalt! Das wird doch nicht einfach meine Untertanen klauen. Ich glaube, ich spinne. Ui, was ist das denn, ne? Der ist... Oh, ein Objekt. Ich mag Objekte. Ich mag auch Objekte. So, holt mir das Goldscherben. Bring mir erstmal das Objekt weg. Was ist das? Was ist das denn? Euer Mana hat zugenommen. Ah. Mein Mana hat zugenommen. So, Grüne. Komme ich hier rüber? Nee, ne? Aber ich muss sie doch jetzt irgendwie... Hallo. Ach so. Ach ja, warte mal kurz. Ich kann ja über das Wasser gehen. Wie habe ich das denn jetzt noch gemacht? Nein, ihr sollt da bleiben.
Ach, ihr Idioten, ey. Oh. Oder gehen die jetzt alle... Natürlich. Die Blauen verstecken sich an einem schönen, feuchten Ort. Geht her und holt euch ihr Nest. Ich wollte gerade sagen, ey. So, bevor wir jetzt in die Höhle reingehen, mache ich glaube ich jetzt schon wieder Schluss für diese Folge. Und nächste Folge holen wir uns die Blauen. Ich freue mich drauf. Falls es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fuchs.